In diesem Video zeige ich euch das Robinson Kaolack. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus dem Robinson Club in Kaolack. Ja, in diesem Video zeige ich euch das komplette Resort. Es wird ein bisschen dauern, denn es ist sehr weitläufig, aber ich versuche euch alles zu zeigen, wo sich was befindet, wie es aussieht, und ich würde sagen, wir starten. Hinter diesem schönen Brunnen befindet sich die Rezeption, und wir gehen aber erstmal hier zu meiner Rechten, denn zu meiner Rechten befinden sich der Fitnessclub und auch die Saunalandschaft, und ich würde sagen, da gehen wir jetzt. Hier gibt es auch überall diese Schilder, wo sich was befindet. Ja, hier kann man wohl sogar heiraten. Kickboxen findet ihr auf der linken Seite, Volleyball, Bogenschießen, weiß nicht, was das ist, könnte Minigolf sein oder Golf, Fußball, und Sauna befindet sich direkt da vorne. Und zur Rechten wäre die Information und der Arzt. Hier befindet sich wohl der Saunabereich. Ich glaube, es ist noch geschlossen. Ich bin halt früh morgens hier. Genau, es gibt nach der Dusche bewegt ein. Also es gibt verschiedene Saunen. Ich guck mal, ob es offen hat. Nee. Also die Öffnungszeiten findet ihr wahrscheinlich in der App. Gestern Abend zum Beispiel gab es einen nächtlichen Aufguss, also ab 22 Uhr bis 0 Uhr gab es drei verschiedene Aufgüsse hier, die man wahrnehmen konnte, ist auch im Preis inklusive. Das heißt, die Sauna kostet nichts extra. Ich finde auch, wie es hier gelegen ist, sehr entspannt, sehr ruhig hier an diesem Teich. Und hier ist ein Functional Pavilion. Ah, hier kann man TRX drin machen. Also da, oder auf jeden Fall sind da Sportsachen drin. Wie gesagt, in dem Bereich vom Hotel war ich noch gar nicht. Das erkunde ich jetzt zum ersten Mal mit euch zusammen. Da vorne ist der Body and Mind Pavillon. Entweder für Yogastunden oder, ja, ich kann mir vorstellen, dass hier Yogastunden stattfinden. Also wenn er in der App Body and Mind Pavillon drin steht, ist es hier. Ja, da ist auch so ein Gong. Da kann man schon vorstellen, dass hier so Yoga-Stunden oder so Meditationssachen stattfinden. Ja, und der Saunabereich ist hier eingezäunt. Das heißt, den kann ich euch nicht zeigen. Ja, da werden wir auch nicht reingehen. Aber es gibt eine Sauna. Hier in diesem sehr schönen Teich gelegen. Ja, und hier steht es nochmal. Sauna Body and Mind. Ja, hier könnt ihr sehen, es gibt natürlich auch einen Tennisplatz oder sogar zwei Tennis. Ne, das eine ist, glaube ich, Fußball. Genau, da hinten ist ein, was man sieht. Genau, da hinten befindet sich ein Fußballplatz mit zwei kleinen Toren. Und hier vorne befindet sich ein Tennisplatz. Genau, der Eingang ist von der anderen Seite. Ich weiß nicht, wie ich gerade hier, also ich bin hier durch den Hintereingang reingekommen. Ja, aber es gibt einen Fußball- und einen Tennisplatz. Hier gibt es nochmal einen riesengroßen, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber einen großen Platz zum Fußballspielen mit zwei großen Toren gibt es hier einmal. Und da hinten findet sich noch ein Basketballplatz, der blaue, mit zwei Körben. Und da hinten gibt es noch Beachvolleyball. Also ich glaube, für jeden ist hier was dabei. Ja, also zwei Beachvolleyballfelder. Einmal hier und einmal hier. Sieht auch richtig gut aus. Gut in Stand gehalten. Und ich glaube, da hinten gibt es noch mal Tennisplätze. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Hier gibt es auch eine Dusche, falls man sich abduschen muss, um zu viel Sport treiben. Und hier gibt es dann nochmal
3 Tennisplätze beim Beachvolleyball. Hier gibt es auch Handtücher, hier gibt es auch Wasser. Hier ist der Wassergetränkespender, ist jetzt gerade geschlossen, weil hier kein Mensch ist. Aber ja, für das Wohl ist auf jeden Fall gesorgt. Jetzt gehen wir noch rüber in den Fitnessbereich. Ja, hier gibt es tatsächlich eine Minigolfanlage. Ich glaube aber nicht, dass die auch benutzt wird. Die sieht nicht mehr ganz so neu aus. Kann natürlich auch an den Witterungsbedingungen liegen. Und hier scheint mir das Fitnessstudio zu sein. Oh, ich bin drin. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Es gibt Handtücher. Es gibt Tee. Hier gibt es den Kursraum. Ich weiß nicht, warum ich flüstere. Ich bin ja alleine. hier gibt es einen großen Kursraum. Da bin ich mit ganz vielen Spiegeln. THX wird hier gemacht und verschiedene andere Kurse. Wasser gibt es hier natürlich auch zum Trinken. Ja, genau. Also das ist der Fitnessraum. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch das Fitnessstudio. Toiletten gibt es hier, wo keiner drin ist. Nein, das ist nicht das Fitnessstudio, das ist der Cyclingraum, also wo diese Cyclingkurse stattfinden. Auf jeden Fall schön klimatisiert, sehr angenehm. Ich weiß, dass in Griechenland diese Kurse draußen stattfanden. Ich glaube, das kann ganz schön warm werden hier. Ja. Okay. Bin alleine. Aber wenn man irgendwie ein Geräusch hat, fühlt man sich direkt erschrocken. Ja, hier gibt es einfach oben nach. Hier gibt es auch noch Wasserflaschen zum Rausnehmen. Wahrscheinlich angenehmer, wenn man fährt, kann man sich einfach Wasser rausnehmen und mit ans Fahrrad nehmen. Richtig gut. Fitnessraum rausgekommen und laufe ein Stück weiter. Und dann kommen wir hier zur Golfanlage. Das sieht auf jeden Fall aus von Weitem. Sind auf jeden Fall Golfschläger. Kann man hier wahrscheinlich seinen Abschlag üben. Ich habe keine Ahnung. Ich und Golf habe ich noch nie gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Minigolf. Aber ist hier anscheinend möglich. Dann gibt es hier einen schönen kleinen Brunnen. Einen Bach oder See oder was auch immer. Also die arbeiten hier mit sehr, sehr, sehr viel Wasser, was ich sehr schön finde. Ja, der Minigolf geht hier noch weiter. Dann gibt es hier auch Kickboxen oder Thai-Boxen, wie sie es hier nennen. Ich glaube, es ist Thai-Boxen. Gibt es hier. Dann kommen wir da zum Bogenschießstand. Kann man Bogen schießen. Ich glaube 6 Personen maximal. Und da gibt es noch einen Boxring. Hier ist der Boxring und nochmal 2 Boxsäcke. Um euch das jetzt nochmal auf der Karte hier zu zeigen, wir befinden uns gerade hier oben, wo die ganzen Sportplätze sind, die Fitnessräume und so weiter. Also das ist alles hier oben links, auch der Saunabereich und der ganze der Hotelbereich befindet sich hier unten, wo wir jetzt auch wieder zurückgehen werden. Und der Bereich ist da, wo sich die Pool- und Bungalows
Villen und Poolbungalows und so weiter befinden. Also es ist tatsächlich schon ein Stück, wenn man zum Sport gehen will, hier hinten muss man schon ein Stück laufen. Also ich würde schätzungsweise so 5 bis 10 Minuten sagen. Hier befinden sich nochmal Toiletten von den Sportsachen und hier ist auch nochmal das Sport-Entertainment. Minigolf kann man sich täglich ausleihen, die Schläger, dann was es sonst hier gibt, Beachvolleyball, wie viel Uhr, Fußball, Bogenschießen und so weiter steht hier auch nochmal, aber es steht auch alles in der App. Bogenschießen, Beachvolleyball täglich um 10.30 Uhr und 15.30 Uhr und ja nochmal Bogenschießen. Und hier seht ihr mal den Plan, den ich euch gerade gezeigt habe. So, jetzt laufe ich zurück zur Rezeption und nehme euch im Schnelldurchlauf mit. Im Prinzip da unten ist da, wo wir das Video gestartet haben. Ich befinde mich jetzt hier oben und in diesem schönen Gebäude befindet sich die Rezeption. Ja, die Rezeption ist natürlich sehr offen. Es gibt keine wirklichen geschlossenen Wände, also es ist alles offen gestaltet. Sehr asiatisch. Also wir mögen uns hier sehr, sehr gerne, finden es super schön. Ja, wie gesagt, das ist die Rezeption, da könnt ihr an den einzelnen Tischen nachfragen, wenn euch was bedrückt, wenn ihr was braucht. Hier ist dann immer der TUI-Ansprechpartner, der spricht auch Deutsch, da habe ich auch meinen Ausflug gebucht. Die Uhrzeiten von ihm stehen hier. Wann er immer hier ist. Man kann ja auch tauchen natürlich. Thailand bietet sich sehr an zum Tauchen. Und ja, 2 Tauchgänge all-inclusive kosten hier 5.700 Baht. Rechts geht es dann hier in den Shop. Laufen wir auch noch mal kurz hin. Ich muss sagen, der Shop haut mich jetzt nicht um. Also klar, man bekommt da noch Bademode und Luftmatratzen und ne, wenn man irgendwas braucht. Ansonsten gibt es auch ein bisschen Robinson-Merchandise, aber auch nicht so viel wie jetzt zum Beispiel in anderen Clubs. Mal kurz reinfilmen. Ja, am Shop vorbei geht es da zum Wellfit Spa. Da waren wir gestern schon. Hier gibt es wohl auch noch Shops und hier geht es zum Main Restaurant. Da muss ich auch mal gucken gehen. Und da steht es, Wellfit Spa. Genau, also hier links befindet sich die Rezeption. Da könnt ihr Termine buchen, aber ihr könnt einfach übers Telefon die 6 anrufen und Termine ausmachen. Steht auch alles in der App, welche Massagemöglichkeiten es gibt und auch wie viel es kostet. Wir hatten jetzt den Mittwoch gebucht, weil am Mittwoch ist wohl ja, fast 50% günstiger, so eine Massage. Es gibt aber auch ein Offer, wenn man zwischen 10 und 14 Uhr eine Behandlung bucht, gibt es auch nochmal 20% Rabatt. Und hier befindet sich das Spa. Kann man versuchen, also hier ist ja gerade niemand. Wir sind gestern hier reingelaufen. War super schön. Wir hatten den Jasmin rum gestern. Natürlich auch viel wieder mit Wasser. Sehr, sehr schön. Verschiedene Behandlungsräume. Ich muss jetzt hier nicht komplett durchlaufen. Wieder zurück. Schauen wir mal, was hier unten noch für Shops sind. Zum Hauptrestaurant gehen wir dann auch gleich. Ja, hier gibt es so einen Sport-Shop. Hier gibt es Taucherbrillen, Flossen, sonstiges Tauchequipment.
Kann man sich bestimmt auch zum Tauchen beraten lassen, einen Tauchschein bestimmt hier auch machen. Genau. Ja, auch richtig cool. Ja, ich habe das Fitnessstudio gefunden und zwar befindet sich direkt neben diesem Tauchshop von 6 bis 20 Uhr. Könnt ihr hier Sport machen. Hier sind auch nochmal die aktuellen Fitnesskurse bis zum 6.11. Ja, ich gehe mal kurz rein, da ist gerade jemand am Trainieren, aber ich versuche dran vorbeizukommen. Ich habe es gerade gesehen, also einen kleinen Ausschnitt aus dem Fitnessstudio. Es gibt Fahrräder, es gibt Crosstrainer, Laufbänder, Gewichte gibt es, also alle möglichen Geräte, Vibrationsplatten. Ja. So, jetzt sind wir, ich weiß, hier oben ist irgendwie so ein leerer Raum mit Tischen und Stühlen. Was hier oben stattfinden könnte, ich habe keine Ahnung. Aber ich wollte euch mal den Ausblick von hier oben zeigen. Da unten ist nämlich das Restaurant. Da frühstücken gerade die Menschen. Werde ich auch gleich tun. Ja, also so sieht der Ausblick von hier oben. Und wir gehen erstmal runter. Also hier befindet sich ein Eingang zum Restaurant, zum Hauptrestaurant. Hier habt ihr noch so spezielle Sachen, die ihr extra buchen könnt. Romantic Dinner, Bamboo Bar gibt's, Surf and Turf mit Hummer. Es kostet aber tatsächlich alles extra. Und ja, Thai Cooking Class könnt ihr euch dann hier mal informieren. Wie schon von oben gezeigt, hier rechts kann man auch mal, befindet sich auch das Hauptrestaurant. Hier kann man durchlaufen, hier kann man drin sitzen, hier kann man draußen sitzen, wie man das gerne möchte. Und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal exemplarisch das Frühstück von einem Tag hier im Hauptrestaurant. Einmal das Frühstück im Hauptrestaurant. Es gibt natürlich eine Kaffeemaschine, wo ihr Espresso, Kaffee, Cappuccino und Latte bekommt. Es gibt natürlich auch Tee, verschiedene Teesorten gibt es hier. Ich suche gerade einen Jasmin-Tee. Es gibt heiße Schokolade, es gibt natürlich auch die Softgetränke zum Frühstück. Dann gibt es hier Ingwerwasser, Wasser mit Geschmack, stilles Wasser, Ananassaft, Apfelsaft und Orangensaft. Hier weiß ich gar nicht, was das ist. Man kann sich wahrscheinlich hier Nudeln zusammenstellen, anbraten lassen. So sieht es auf jeden Fall aus mit verschiedenen Dips und Soßen. Ah, hier sitzt Nudelsuppe mit Fleisch. Kann man sich hier machen lassen zum Frühstück. Also auch auf asiatisches Frühstück wird hier geachtet. Es gibt Früchte. Früchtejoghurt, normalen Joghurt, Kokosnussmilch mit Chiasamen, Fruchtsalat und Bechermüsli.
Smoothie gibt es heute auch wieder. Shake des Tages, Fruchtmix, Joghurt, Fruchtshake. Also die wechseln auch täglich. Hier gibt es eine Müsli-Station mit Trockenfrüchten, Nüssen, Cornflakes, fettarme und kalte Milch. Und dieses Cornflakes gibt es hier. Drei verschiedene Sorten. Gibt es hier so eine kleine Salatbar mit Dressing, Salat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Paprika, Karotten. Dann gibt es hier auch Aufschnitt. Käse. Hier gibt es die Soßen für die Waffeln. Es gibt auch Zimtzucker, Braunzucker, Puderzucker, Schokolade und Vanillesoße. Hier gibt es dazu dann Waffeln, Pancakes, Crepe und French Toast. Hier gibt es hartgekochte Eier und 3 Minuten, 5 Minuten und 8 Minuten. Hier gibt es gebratenen Mais, Blumenkohl und Kartoffelspalten. Baked Beans und Hühnerwurstgulasch. Schweinewürstchen und Hühnerwürstchen. Gebratene Nudeln mit Ei und gebratenes Gemüse. Und gebratener Reis mit Eiern. Wie gesagt, bei uns in Deutschland eher so Mittagessen, aber in Asien tatsächlich nicht gern gesehen. Ja, hier gibt es pochiertes Ei, kann man sich aussuchen. Spiegelei, Omelette oder Rührei. Und ich glaube, das war's so grob. Hier gibt es noch Bacon und Dimsums. Und hier gibt es noch eine Reissuppe mit Huhn. Einmal exemplarisch zeige ich euch auch noch das Mittagessen. Hier gibt es eine Salatbar und eine Bowlbar. Hier gibt es verschiedene kalte Salate, unter anderem Thunfischsalat, Nudels Caesar Salad heute, thailändischer pikanter Hühnerhack Fleischsalat und thailändischer würziger Auberginensalat. Und da links ist die verschiedenen Bowl-Zutaten. Nee, ich wollte nur kurz. Alles gut. Aber es war sehr lecker. Ja, da gab es Eis-Sandwich. Da vorne ist die Getränkestation. Mit Cola, Softdrinks, Kaffee, Tee, Wasser, Bier. Hier gibt es dann immer verschiedene Smoothies. Heute ist es ein Ingwer-Shake. Sehr, sehr lecker. Wasser mit Geschmack. War es stilles Wasser. Die Früchtetheke. Suppen. Heute gibt es klare Suppe mit Schweinehackfleisch und eine Kürbissuppe. Hier gibt es Brot. An der Cooking Station hier heute gibt es gebratene Reisnudeln mit Ei. Wie gesagt, das wechselt täglich. An der Pasta-Station gibt es einmal normale Pasta, also immer gibt es Tomatensauce und Bolognese-Sauce. Dann gibt es eine spezielle Pasta, die täglich wechselt. Heute ist es Nudeln mit Artischocke, Tomate und Oliven. Die Pizza gibt es auch täglich. Die ist auch extrem lecker, also wirklich super lecker. Vegetarisch, Thunfisch, manchmal gibt es Salami und Margarita. Hier gibt es eine Buffetstation heute mit gebratenem Weißkohl und gebratenen Kartoffeln.
gebratenem Reis mit Eiern. Rotes Curry mit Tofu und Gemüse. Und ganz normal gibt es immer gedämpften Reis. Gibt es hier heute gelbes Curry mit Hähnchen. Auf der anderen Seite gibt es gegrillten Fisch mit Aioli-Soße. Und auf der anderen Seite gibt es gegrilltes Schweinefleisch mit Barbecue-Soße. Hier gibt es dann noch die frittierte Station. Heute gibt es frittierte Zwiebelringe, frittiertes Hähnchen und Pommes gibt es auch jeden Tag. Das Dessert-Buffet mittags ist ein bisschen schlanker, aber trotzdem findet man immer was. Hier gibt es Honig-Kokosnusskuchen, Erdbeerkuchen, Butterkuchen, Schokoladenkuchen, Crumble, Früchte-Crumble, Chocolate Brownie, Heidelbeerkuchen, wie gesagt, Erdbeerkuchen, Orangenkuchen, schwarzer Klebereis in Kokosnussmilch und Kaffeemus und weiße Schokolade. Darüber hinaus gibt es noch Eis, kann man sich hier bestellen, Cookies and Cream und Chocolate. Und dazu gibt es noch verschiedene Toppings. Wie gesagt, das Essensangebot wechselt natürlich täglich, deswegen kann ich euch immer nur exemplarisch immer einen Tag zeigen. So sieht es hier draußen aus, auch wieder mit sehr viel Wasser wird gearbeitet. Das ist jetzt hier kein Pool, das ist aber nur dekorativ gehalten. Ich weiß, ich sage das immer wieder, aber ich finde das so schön mit diesen Wasserelementen. Hier wieder so ein kleiner Wasserfall mit einem Bach. Ich mag das sehr, sehr gerne. Es ist sehr entspannt. Ja, dann geht's weiter zum Hauptpool. Und ich kann euch sagen, das ist nicht der einzige Pool. Ich habe auch eben schon gesehen, als ich im Fitnessstudio stand, hinter dem Fitnessstudio war auch noch mal ein Pool. Und wie gesagt, das ist nur der Hauptpool, aber es gibt, ich weiß nicht, wie viele Pools es gibt. Plus die ganzen Pools von den Villen und Bungalows. Ja, klar, kann man nicht dazu zählen, wenn man jetzt ein normales Zimmer hat. Aber ja, das ist der Hauptpool. Riesig groß. Da ist die Hauptbar. Findet sich zur linken Seite. Hier gibt es so eine kleine Bühne, wo dann Shows stattfinden. Und laufen wir ein Stück weiter. Und um euch mal hier die Uhrzeit so in den Raum zu werfen. Wir haben 8.40 Uhr und ja, es ist sehr leer. In anderen Resorts, in anderen Hotels werden hier schon überall Handtücher. Und ja, hier gibt es das tatsächlich nicht, weil es immer noch genügend Platz gibt. Auch wenn man später kommt, gemütlich frühstückt oder ausschlafen möchte, kriegt man hier auch immer noch ohne große Sorge einen Platz. Man muss dazu sagen, das Resort ist ein bisschen mehr als die Hälfte bei uns ausgebucht. Wir haben nachgefragt, knapp 500 Gäste passen wohl hier rein und 300 sind gerade im Resort. Also das ist der Hauptpool, der geht dann hinten auch noch weiter. Und hier zur Rechten haben wir die Bamboo Bar. Mir vorher noch gar nicht aufgefallen, diese Palmen, die hier so als Torbogen gemacht wurden. Echt cool. Ja, hier ist die Bamboo Bar. Hier gibt es auch jeden Tag ein Cocktail of the Day und eine Happy Hour. Und was hier so in der Woche stattfindet. Und die ist natürlich super schön gelegen, denn man sitzt hier, hat einen Blick aufs Meer. Einfach traumhaft schön. Und da ist das Meer und der Strand. Und ihr seht, es ist auch wieder kein Mensch da.
Das ist eine kleine Schaukel, perfekt für Instagram-Bilder, muss ich sagen. Das Meer ist heute sehr ruhig. Morgens ist das Meer sehr, sehr ruhig. Nachmittags raut es ein bisschen auf. Auf jeden Fall super schön. Sehr entspannt mit den Wellen. Genau, und dann noch eins weiter hinter der Bambu-Bar befindet sich der Open Mind, ich weiß nicht wer, Open Air und Mind Sportbereich. Da werde ich auch gleich einen Fitnesskurs besuchen. Der ist halt draußen, gibt aber auch Wasserstationen wieder. Ach, da wird auch gerade Sport gemacht, deswegen dann gehe ich da jetzt nicht hin. Sieht nach Yoga aus. Hier gibt es Brettspiele. UNO-Spielesammlung kann man sich ja auch einfach ausleihen. Wie gesagt, der Bereich befindet sich da hinten, wo man das Sportprogramm noch macht. Auch da ist für Wasser gesorgt und auch für Handtücher. Und hier auch die Strandliegen. Wie ihr seht, seht ihr keine reservierten Handtücher, die hier schon um 6 Uhr morgens hingelegt werden. Das ist ganz entspannt. Es gibt hier so Sitzsäcke. Ich habe jetzt nicht die perfekten Schuhe an, um im Sand zu laufen. Ich habe Sneaker an. Aber im Prinzip geht der Bereich bis da hinten hin von uns, von dem Hotel. Da hinten ist der Villen- und Bungalow-Bereich, wo dann auch nur die Gäste sich dann auch am Strand nur aufhalten dürfen. Also wenn ihr hier keinen Platz findet und hinten so ein Pool-Bungalow habt oder eine Villa, dann kriegt ihr da auf jeden Fall einen Platz. Aber den Bereich zeige ich euch auch noch, weil wir haben einen Pool-Bungalow und deswegen darf ich in den Bereich auch rein. Da gibt es auch noch ein anderes Restaurant. Da gibt es dann Frühstück für die Gäste, die dort ein Häuschen haben. Hier am Strand und am Pool verteilt gibt es natürlich überall Duschen. Strandhandtücher oder Poolhandtücher gibt es hier auch kostenlos zum Wegnehmen. Hier seht ihr dann nochmal den großen Hauptpool. Also der ist wirklich sehr, sehr groß. Hier findet dann auch Aquafit zum Beispiel statt. Hat auch sehr, sehr viel Spaß. Direkt neben dem Hauptpool am Strand befindet sich die Wassersportecke. Ihr könnt hier Stand-Up-Paddling ausleihen, Kajaks, Mirage, Eclipse, ich weiß nicht, was das ist. Da seht ihr auch Beispiele von Stand-Up-Paddles, Kanus, Kajaks meine ich. Und das sieht auf jeden Fall sehr abgespaced aus. Ein Stand-Up-Paddling mit Tretboot-Funktion. Crazy. Genau, das könnt ihr euch dann hier, wie gesagt, ausleihen, Preise anfragen. Hier sind auch mal die Preise, kann ich euch mal kurz zeigen, was es kostet. Ja, Quallen könnt ihr hier im Wasser natürlich auch vorfinden. Ist halt mehr, ne? Und heute gibt es um 11 Uhr Boccia und um 16 Uhr Speedminton. Wahrscheinlich ist der Treffpunkt dann hier. Wenn man dann am Hauptpool entlangläuft, findet ihr gegenüber nochmal die Hauptbar. Die ist da hinten. Und der Hauptpool mündet in einen anderen Pool. Also hier ist so ein kleiner Wasserfall vom Hauptpool zu dem anderen Pool. Der geht dann hier weiter und da gibt es dann so Kinderrutschen. Also sieht das Ganze aus. Da ist die Hauptbar und hier ist der andere Pool mit den Kinderrutschen da ganz hinten. Und hier rechts ist ein kleiner Kinderspielplatz. Da hinten ist auch der Rob Club. Da gehen wir jetzt auch mal auf. Also das Gebäude dahinter, hinter den Rutschen, ist der Rob Club. Und hier die Rutschen werden, glaube ich, erst am Nachmittag angemacht. Also morgens sind die nicht an.
und ja, können natürlich von jedem genutzt werden. Der Pool geht auch dann hinten noch weiter, noch in die Richtung geht der Pool auch nochmal. Also viele, viele riesige Pools hier. Wenn man dann hier weiterläuft, hat man hier so eine Art Teich. Natürlich kann man da nicht drin schwimmen, aber ist dekorativ natürlich sehr, sehr schön. Und hier, da sind immer die Rutschen. Hier geht der Pool nochmal weiter. Und kommt, geht da hinten dann nochmal so ein riesiger Pool. Das hier ist der Rob-Club. Also der für die Kiddies. Robby-Club, nicht Rob-Club, Robby-Club. Hier befinden sich weitere Zimmer. Ich vermute, das sind ganz normale Doppelzimmer mit Balkon oder Terrasse. Die sind hier entlang des Pools. Jetzt fängt es hier an zu gewittern. Also die sind hier entlang des Pools. Wenn man dann hier weiterläuft, kommen wir zu dem Villenbereich und auch dem noch einem Sportbereich. Ja, vor einigen Jahren war ja hier, also Khao Lak war vom Tsunami sehr betroffen. Und ja, hier gibt es eine Tsunami-Evacuation-Route im dritten Stock. Also ich denke mal, die sind diesmal, falls es nochmal passieren sollte, wesentlich besser darauf vorbereitet. So eine Naturkatastrophe kann natürlich immer stattfinden. Aber auch die Frühwarnsysteme sind mittlerweile viel, viel besser geworden. So, jetzt kommen wir in den Robinson Pool Villas Bereich. Wenn man eine Villa gebucht hat, ein Pool Bungalow, ein Superior Pool Bungalow, ein Ocean View Pool, Bungalow, was auch immer, gibt es verschiedene Kategorien. Könnt ihr euch auch gerne bei Robinson dann anschauen. Hier ist es dann ausgeschildert, wo die verschiedenen Zimmer sich befinden. Wir haben hier eine D-Kategorie. Es fängt an zu nieseln. Wahrscheinlich muss ich gleich abbrechen. Also wir haben ein Superior Pool Bungalow. Das zeige ich euch natürlich auch noch gleich. Und hier ist der erste Bereich mit kleinen zwei Teichen, einfach dekorativ. Hier ist es zum Beispiel einmal ein Pool von so einem Pool Bungalow. Und hier ist dann auch ein weiterer Pool für die, also ein öffentlicher Pool, die alle benutzen dürfen, die hier auch in diesem Bereich wohnen. Genau, also nochmal ein Riesenpool. Und hinten, da gibt es so ein Terrassenrestaurant, gibt es einen weiteren Pool, den zeige ich euch dann auch noch. Und hier sind überall liegen auch für den Strand. Und hier gibt es überall diese Eichhörnchen, seht ihr es? Die da rumlaufen. Richtig süß. Handtücher liegen hier auch aus, also wenn man hier liegen möchte, gerade liegt hier kein Mensch. Liegen über auch Handtücher aus. Da ist das Eichhörnchen. Weg ist es. Richtig süß. Und hier nochmal ein Blick auf den Strand. Das da, wo dahinter, wo Private drin steht, ist im Prinzip ein
Superior Pool Bungalow mit Ocean View. Genau, also man hat direkten Zugang zum Strand und auch seine eigenen Sonnenliegen. Ist natürlich auch sehr, sehr nett. Aber der Preisunterschied von Superior Pool Bungalow zu Superior Pool Bungalow Ocean View war uns zu groß. Deswegen haben wir nur ein Superior Pool Bungalow genommen. Hier seht ihr auch nochmal die Pools von den anderen Zimmern, wenn man hier so vorbeiläuft. Ach, da war wieder ein Eichhörnchen. Ihr seht, die haben verschiedene Buchstaben. A, C sind, glaube ich, die größten Villen. Und wir haben D. D und E sind so meines Wissens die Superior Pool Bungalows. Aber es ist natürlich auch alles überall ausgeschildert, falls man sich verirren sollte. Aber man muss hier sehr viel laufen. Es ist sehr großflächig. So, wir stehen jetzt hier vor unserem Poolbungalow, der D10. Da wird gerade gereinigt, deswegen gehe ich da jetzt nicht hin. Ja, im Prinzip ist das D10 unser Superior Pool Bungalow und das zeige ich euch jetzt. Wir sind jetzt hier in unserem Superior Pool Bungalow und ja, das liegt hier. Eigentlich hat es hier erst eingekreist, da waren wir falsch. Nee, es ist tatsächlich da und ich zeige es euch jetzt. So sieht's aus. Wenn man reinkommt, gibt es erstmal, also hier steht unser Gepäck, hier gibt es erstmal einen riesen Schreibtisch. Ich habe schon den Laptop von meinem, Computer. Ja, also der Schreibtisch ist riesig. Dann gibt es hier unten noch einen leeren Raum. Zur Rechten, also erstmal gibt es hier ganz viele Schränke. Aber ich zeige euch erstmal das Badezimmer. Es gibt eine Badewanne. Da passen auf jeden Fall zwei Personen rein, würde ich mal sagen. Dann gibt es hier ein Waschbecken. Genau, hier steht auch schon Wasser. Dann gibt es hier, das liebe ich ja, ne? Glastoilette. Was sie sich dabei immer denken, ne? Also ich möchte meinen Freund nicht auf der Toilette sitzen sehen. Naja, dann gibt es hier noch einen Schrank. Nur mit zwei. Ach, das ist derselbe Schrank von der anderen Seite. Auch sehr praktisch, da kann man die Sachen direkt rausholen. Hier kann man den Schrank auch öffnen. Handtücher, zweites Waschbecken mit Produkten und der Regenwalddusche. Es gibt auch noch so einen Duschkopf. Genau, dann, ja, also wie gesagt, das war das Badezimmer. Schon recht groß. Und dann haben wir hier noch einen Safe, einen Bügel. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ein Bügeleisen. Was haben wir hier noch? Eine Taschenlampe. Wow. genau, Stauraum. Dann Bügelbrett mit ganz viel Bügeln. Schlappen, zwei Bademäntel. Den Schrank habe ich euch hier gerade von der anderen Seite gezeigt. Dann gibt es ein großes Doppelbett, wo Welcome Back steht. Also wir waren noch nicht hier in dem Club, aber wir waren schon in anderen Robinson Clubs mit so einem süßen Elefanten. Dann gibt es hier eine Minibar, einen Kühlschrank, der auch gut gefüllt ist. Da gibt es die Preise zu der Minibar. Es gibt Snacks. Leerer Raum, eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher mit Tee, nochmal zwei Wasserflaschen. Hier gibt es eine Couch, die man auch zu einer Schlafcouch ausziehen kann, einen Beistelltisch, einen Sessel, Lampe, Fernseher. Genau, und jetzt gehen wir nochmal raus. Wir haben ja ein Bungalow mit eigenem Pool und so sieht's aus. Hier gibt es eine Sitzgelegenheit. Kann man die Wäsche trocknen, kleine Sitzecke und unser eigener Pool mit zwei Liegen. Also richtig schön. Ich freue mich auf die Zeit.
Also ich muss sagen, ich finde unser Zimmer wirklich schön. Wir haben ein riesengroßes Badezimmer, wir haben zwei Waschbecken, ein riesengroßes Bett. Also wir verlieren uns teilweise in dem Bett, weil ja, ich kann meinen Arm ausstrecken und bin immer noch nicht bei meinem Freund. Und natürlich der eigene Pool hat schon was. Also wir haben schon darüber gesprochen mit meinem Freund und wir würden beim nächsten Mal auf jeden Fall auch wieder sowas buchen, dass wir auf jeden Fall unseren eigenen Pool haben, weil es ist einfach schon sehr, sehr relaxing und sehr gechillt. Da ist nochmal Eichhörnchen. Und jetzt kommen wir zum letzten Pool, den ich soweit hier gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viele Pools es hier gibt. Plus die ganzen eigenen Pools von den Hütten. Also ohne diese Hüttenpools würde ich mal schätzen, 5 bis 7 Pools. Richtig viele Pools, ja. Ihr seht, hier ist auch nichts los. Den Pool kann man natürlich auch theoretisch nutzen. Ist auch riesengroß. Hinten sieht man dann auch wieder das Meer. Die Anlage da hinten ist wieder ein Teich, der mit Wasser gesprenkelt wird. Also das Element Wasser ist hier gang und gäbe, findet man überall. Das finde ich wirklich wahnsinnig schön. Da hinten geht es dann noch zu den E-Bungalows. Das ist aber sonst nichts. Da laufe ich jetzt nicht lang. Hier sind Toiletten, Dusche, wie gesagt, Handtücher liegen hier und ja, das ist der letzte Pool von meinem Rundgang. Was wir jetzt hier noch am Ende finden, ist das Terrassenrestaurant. Hier bekommen die ganzen Pool-Bungalow-Gäste ihr Frühstück. Es ist ein bisschen exklusiver und ich zeige euch jetzt mal ein Beispielfrühstück. So, ich zeige euch jetzt ein bisschen das Frühstück hier im Terrace oder im Terrassenrestaurant für Villen- und Bungalow-Gäste. Hier gibt es erstmal Sekt, kann man sich nehmen. Dann gibt es hier immer verschiedene Smoothies. Wassermelone gibt es heute, Orange, Papaya und Ananas. Also die wechseln auch tatsächlich täglich. Dann gibt es hier verschiedenes Wasser, Säfte, Wasser mit Geschmack, stilles Wasser, Apfelsaft, Ananassaft, Orangensaft und Ingwerwasser gibt es hier. Das ist alles, was zu trinken gibt. Kaffee und Tee, Kaffee allerlei, Cappuccino und so kann man sich bei den Kellnern bestellen. Die bringen das dann an den Tisch. Weiter geht's mit den Auswahl der Eier. Es gibt Omelette, Spiegeleier, Rührei, Ex-Benedict, pochiertes Ei, weichgekochte Eier, hartgekochte Eier. Also das bestellt man hier und dann wird das frisch für einen zubereitet. Dann gibt es eine Auswahl an Käse. Es gibt Gouda, Cheddar und Brie. Dann gibt es verschiedene Schinken, Salami, Parmaschinken, Hähnchen. Dann gibt es Räucherlachs, der ist tatsächlich auch sehr, sehr lecker. Frischkäse mit Petersilie gibt es hier und Sauerrahm. Dann gibt es hier verschiedene kandierte Früchte, wahrscheinlich fürs Müsli. Dann gibt es ja, Salate, Gurken, Paprika, ja, Oliven. Ihr seht selbst, ich muss jetzt nicht alles aufzählen, also ganz viel Salate, dann gibt es hier nochmal verschiedene Nüsse, Kürbiskerne, Sesamkerne. Und dann kommen wir zum Joghurt, normaler Joghurt, Früchtejoghurt. Dann gibt es Fruchtsalat, fertig geschnitten, Wassermelone, Ananas, Drachenfrucht, Papaya und Maracuja. Aber das Obst wechselt tatsächlich auch täglich. Dann gibt es hier natürlich auch die Bananen. Auf der anderen Seite geht es weiter mit den warmen Sachen und teilweise wechseln die natürlich auch. Das gab es gestern nicht. Frittierte Gemüsesamor. Es ist tatsächlich, also es gibt amerikanisches Frühstück, deutsches Frühstück, wenn man es so nennen will, aber auch thailändisches Frühstück zur Auswahl, was ich auch sehr, sehr gut finde, dass man das auch mal testen kann. Ja, die Asiaten essen gerne warmes zum Frühstück und deswegen gibt es hier frittierte Gemüsesamor. Hier gibt es Schweine-Knoblauchwurst und Hühnerwurst, dazu dann verschiedene Soßen, gebratene Kartoffeln und gebratene Kirschtomaten. Gebratener Brokkoli und Baked Beans. Gestern zum Beispiel gab es hier gebratene Pilze. Baked Beans waren gestern schon da. Hier gibt es Soßen, Sojasauce, Pflaumensauce und Sweet Chili Soße. Heute gibt es hier gebratene Nudeln mit Gemüse. Ich weiß gar nicht, was es gestern gab.
genau. Hier gibt es dann auch verschiedene Dips, Ingwer, schwarzen Pfeffer, Chili-Fisch-Soße, Frühlingszwiebel, Koriander, kann man sich dann noch drauf toppen. Und hier gibt es Dimsums. Habe ich auch gestern schon probiert. Richtig lecker. Natürlich für uns sehr ungewohnt, weil wir sowas eigentlich nicht zum Frühstück essen würden. Und hier gibt es auch eine klare Gemüsesuppe mit Schweinefleisch. Gestern gab es hier, glaube ich, eine Kokossuppe. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Hier gibt es Bacon und hart gekochte Eier gibt es hier. Hier gibt es kalte Milch und fettarme Milch. Also wahrscheinlich ist die dann nicht fettarm. Es gibt verschiedene Cornflakes, Müsli, drei verschiedene Sorten. Gibt es hier Croissants und Zimtschnecken, einen Toaster. Und jetzt gibt es hier verschiedenes Brot. Das sieht tatsächlich auch sehr, sehr lecker aus. Das muss ich aber probieren. Das ist wahrscheinlich süßer Kuchen. Hier oben gibt es Brötchen. Also geschnittenes Brot. Das ist, glaube ich, auch süßes Brot mit Rosinen. Also verschiedene Brotsorten. Butter gibt es natürlich auch. Das ist hier wahrscheinlich wieder süßer Kuchen. Toast zum Toasten. Normales und Vollkorn, wie es aussieht. Und hier gibt es noch Erdnussbutter, Nutella, Orangenmarmelade, Honig, Ananasmarmelade und Erdbeermarmelade. Ja, also ich glaube, verhungern wird man hier nicht. Das ist die komplette Auswahl hier auf dem Terrassenrestaurant. Eine Sache habe ich noch vergessen zu zeigen, und zwar gibt es hier noch verschiedene Zuckersorten, Puderzucker, Zimtzucker, brauner Zucker, Kondensmilch, Ahornsirup und Honig. Und dazu gibt es noch Waffeln, Pancakes und Crepes. Jetzt fängt es doch mehr an zu regnen. Ich muss mich beeilen. Ja, also Unterschied, es gibt Sekt. Ich habe jetzt hier Räucherlachs gesehen. Ich muss mir unter eine Palme stellen. Räucherlachs gab es hier, Sekt, wie gesagt, verschiedene Smoothies. Und es ist ein bisschen exklusiver. Man wird bedient. Ich finde auch, der Kaffee schmeckt hier ein bisschen besser. Und ja, man hat eine super schöne Aussicht aufs Meer. Also ich war einmal im Hauptrestaurant frühstücken, um euch das auch hier im Video zu zeigen. Ansonsten waren wir immer hier frühstücken. Finden wir persönlich schöner. Und auf jeden Fall auch die Aussicht allein beim Frühstück ist atemberaubend. Es gibt oben auch eine Rooftop-Bar, wurde uns erzählt. Aber wir haben die leider bisher noch nicht in Betrieb gesehen. Abends hat sie auf jeden Fall geschlossen. Wir waren ja auch schon mal öfter gucken. Es ist stockfinster. Ich weiß nicht, ob das am Betrieb liegt oder ob die aktuell geschlossen ist. Sehr, sehr schade. Die hätten wir auch gerne mal besucht. Ja, das war der Rundgang. Jetzt muss ich auch langsam wieder zurück. Wie gesagt, es fängt an zu regnen. Was ich aber euch noch zeigen wollte, ich gehe jetzt eh runter zum Strand, weil am Strand bin ich schneller. Da links, also im Prinzip endet das Resort jetzt hier mit dem Terrassenrestaurant. Ich muss mich nochmal unterstellen. Und da hinten gibt es eine Bar und auch ein Restaurant von Einheimischen und auch Massageplätze. Da waren wir gestern. Wie gesagt, eine Bar. Da haben Cocktails 150 Baht gekostet, eine Kokosnuss 70 Baht. Ich weiß gar nicht, was eine Cola gekostet hat. Also wir haben gestern für eine Kokosnuss zwei Cocktails und eine Cola 300 Baht bezahlt. 320 Baht, also ein bisschen, noch nicht mal 10 Euro. Ein Restaurant gibt es noch, das testen wir auch noch am Montag. Und wir würden tatsächlich beim nächsten Mal keine Vollpension mehr buchen, sondern wahrscheinlich nur Halbpension und uns dann wahrscheinlich an den Restaurants nebenan. Einfach, wenn wir Hunger hätten, eine Kleinigkeit holen. Da gibt es Suppen, Salate, Thai-Essen und. Also direkt hier nebendran. Ihr seht auch schon das Schild. Super einfach und sehr, sehr günstig. Natürlich wäre, wenn man nach Khao Lak fahren würde, noch mal einen Ticken günstiger. Im Vergleich hier ein Cocktail 150 Baht, in Khao Lak 120. Also 30 Baht schlagen sie da noch mal auf. Das ist ungefähr nicht mal ein Euro. Es ist okay und auf jeden Fall lohnt es sich auch hier am Strand zu spazieren. Der Strand ist riesig, da hinten gibt es auch noch mal Restaurants, das wollen wir noch mal auskundschaften. Und da sind wir lang gelaufen, da ist White Beach und Coconut Beach, wirklich sehr, sehr schöner Spaziergang gestern gewesen, fast 2 Stunden auf jeden Fall, lohnenswert. So, ich laufe jetzt durch den Regen zurück. Ich habe es mir jetzt hier auf unserer Sonnenliege an unserem eigenen Pool gemütlich gemacht und möchte euch jetzt ein Fazit zum Robinson Khao Lak geben und das Video beenden. Erstmal grundsätzlich, wir würden auf jeden Fall wiederkommen. Wir würden wieder ein Pool-Bungalow mit eigenem Pool, jetzt juckt mich etwas am Rücken, auf jeden Fall wieder buchen, denn wir mögen dieses extra, die Möglichkeit zu haben, an unserem eigenen Pool zu liegen. Es ist auf jeden Fall sehr entspannt. Also das würden wir auf jeden Fall
so wieder buchen. Was wir nicht so buchen würden, ist die Vollpension. Wir haben ja Frühstück, Mittag, Abendessen gebucht. Wir würden auf jeden Fall nur noch Halbpension buchen, denn ja, das Robinson Kaulak liegt etwas außerhalb. Aber es gibt dennoch hier einige Essensmöglichkeiten direkt am Strand. Links vom Strand gibt es die Rock Bar, wo man Kokosnüsse zum Beispiel für 2 Euro bekommt, aber auch Cocktails für 150 Baht, was ungefähr so 4 bis 5 Euro sind. Und auch ein Restaurant befindet sich da. Jetzt muss ich kurz mal, irgendwas ist an meinem Rücken. So. Jetzt kann ich mich besser konzentrieren. Ja, also, es gibt direkt ein Restaurant links. Da waren wir auch essen. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Und wir haben, glaube ich, für 2 Cola, 4 Cocktails, 2 Vorspeisen und 2 Hauptgänge um die 35 Euro bezahlt. Also wirklich super günstig. Und es war auch wirklich sehr lecker. Natürlich Thai-Essen muss man mögen. Uns hat es gut geschmeckt, deswegen wollen wir beim nächsten Mal nur Halbpension buchen, um auch natürlich die Restaurants hier zu supporten und auch dieses mehr von diesem Thai-Essen zu essen. Was man sagen kann, es gibt Thai-Essen auch hier im Restaurant, also hier im Hotel ist das Essen auch Thai. Und es ist ja, ihr habt es in den Videos gesehen, es ist nicht komplett Buffet, es gibt ein vegetarisches Buffet, ansonsten gibt es halt so kleine Stationen, wo das Essen für euch frisch zubereitet wird und halt angerichtet wird sozusagen. Ihr könnt euch natürlich noch was vom vegetarischen oder frittierten Buffet, habe ich es immer genannt, natürlich nehmen. Uns hat das Essen sehr, sehr lecker, also sehr gut gefallen, es hat uns eigentlich fast immer sehr gut geschmeckt. Bis auf ein paar Ausnahmen, aber das ist natürlich alles wieder Geschmackssache. Man muss darauf achten, auf diese kleinen Peperonis auf den Schildern. Die grüne Peperoni heißt zwar mild, aber dennoch für mich war es schon teilweise zu scharf. Mein Freund konnte es essen, aber ja, auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr empfindlich gegen Schärfe seid. Aber generell, Essen war top, Frühstücksauswahl. Ich war einmal im Hauptrestaurant Frühstück, ansonsten waren wir nur auf der Terrasse hier frühstücken und wir fanden es hier ein bisschen besser, aber vom Essen her ist es fast identisch. Deswegen, also Frühstücksauswahl für uns auch super, Mittag- und Abendessen fanden wir auch gut. Aber beim nächsten Mal Halbpension. Genau, was man auch dazu sagen kann, das Taxi nach Kaulak kostet von hier 400 Baht, wie gesagt, das Hotel ist ein bisschen abseits, zurück kostet es dann nur 300 Baht. Da kann man sich im Supermarkt dann theoretisch auch mit Cola und sowas eindecken. Man bekommt 4 Wasserflaschen circa pro Tag hier ins Zimmer gestellt und 2 noch zusätzlich zum Zähneputzen. Also man bekommt hier Wasser, was nicht extra kostet. Ansonsten Softdrinks, die man nicht beim Essen konsumiert, muss man natürlich extra bezahlen. Wenn das einem zu teuer ist, einfach mit dem Taxi in die Stadt fahren und da gibt es genügend Supermärkte und da kostet eine Cola, ich glaube 20 Cent, noch nicht mal. 16 Baht waren es. Ja, so viel dazu. Ansonsten, die Anlage gefällt uns sehr gut. Was man dazu sagen kann, die Zimmer sind etwas, teilweise ein bisschen renovierungsbedürftiger. Das habe ich vorher auch bei TripAdvisor schon gelesen, dass sich viele über die Zimmer beschwert hätten, dass sie ein bisschen renovierungsbedürftig sind. Ja, man könnte hier und da ein bisschen was renovieren, aber uns hat es aber überhaupt nicht gestört, aber das ist natürlich auch alles Ansichtssache. Die Anlage finden wir wunderschön, die vielen Wasserelemente, so viele Pools, es war sehr entspannt. Und ich glaube auch, wenn das Hotel voll ausgelastet wäre, wäre es auch überhaupt nicht so nicht voll. Also man würde es gar nicht spüren, weil es sich so verläuft und viele auch ihre eigenen Pools haben. Den Strand finde ich schön, morgens ist er etwas ruhiger, das Meer, als nachmittags. Es gibt super viele Sonnenliegen. Man kann am Strand spazieren, man kann zum White Beach laufen, man kann zum Coconut Beach laufen. Wie gesagt, links und rechts Bars, Restaurants, Massagemöglichkeiten, wenn ihr jetzt nicht in die Stadt fahren wollt. Aber ich würde es auf jeden Fall euch empfehlen, auch mal in die Stadt nach Kaulak und zum Markt zu fahren. Haben wir öfter gemacht und hat uns auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Ja, was kann man noch erwähnen? Ich glaube, das war es so rundum. Also wenn ihr schon mal hier wart, könnt ihr mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Vielleicht würde es auch anderen Nutzern dann helfen. Wie gesagt, kurz zusammengefasst, wir würden auf jeden Fall wiederkommen mit Halbpension und dann wahrscheinlich auch so 10 Tage eventuell. Wir waren jetzt nur 8 Tage hier. Ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ihr entscheidet euch vielleicht auch mal herzukommen oder halt nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!